Ein herzliches Hallo an euch da draußen. Wenn ihr euch für Literatur interessiert, seid ihr hier genau richtig. Willkommen auf meinem Kanal Schreibkunst. Nun geht es weiter mit meiner Interpretation der Spiegelgeschichte von Ilse Eichinger. Wenn ihr die noch nicht kennt, bitte ich euch, sie euch nochmal anzuhören oder sie euch noch einmal auch durchzulesen. Das ist der Todeskampf und dann, es geht zu Ende. Es dauert nicht mehr lange, es geht zu Ende. Es ist zu Ende, sie ist tot. Also das sind sozusagen diese drei Sätze, die einzeln stehen, die sind eigentlich nicht in, ja nicht nur eigentlich, die sind nicht in der rückgedrehten Zeit erzählt, sondern die sind vorwärts erzählt. Diese Vorwärtserzählung ist immer in der wörtlichen Rede dieser Krankenschwestern. Und das finde ich ist ganz interessant gemacht und das ist auch so abgesetzt von dem anderen Text. Und dann ist hier einmal die lasst nur reden und still lass sie reden. Also die lasst nur reden und lass sie reden. Also das referiert ja einmal zu jemandem im Plural. Also in der Gruppe, die lasst nur reden und lass sie reden, ist aber Singular. Also da könnte man durchaus, das referiert ganz eindeutig zu der jungen Frau, lass sie reden. Sie ist tot, still, lass sie reden. Also das hier ist auch nochmal ganz, ganz klar dieses Motiv der Zeitumkehr drin. Tot, still, lass sie reden. Also, dass diese junge Frau zu Wort kommt sozusagen und dass sie auch was zu sagen hat zu ihrem Leben. Genau, und also hier in dieser wörtlichen Rede der Krankenschwestern wird sozusagen nochmal erzählt, dass die Frau eben stirbt und ihren Todeskampf hat. Und es wird aber dann außerhalb der wörtlichen Rede auch erzählt, dass diese Krankenschwestern und ihre Meinung in Frage zu stellen sind und dass diese junge Frau sehr viel zu sagen hat. Genau. Und dass man ihr bitte zuhört. Also eigentlich endet der Text damit mit so einer extremen Offenheit auch. Dieses, lasst sie doch bitte zu Wort kommen. Ja. Eines Tages wird der Himmel blass genug sein, so blass, dass seine Blässe glänzen wird. An diesem Tag spiegelt der blinde Spiegel das verdammte Haus. Also wenn der blasse Himmel glänzt, dann ist das ja schon fast wie so ein Spiegel in der Natur. Und der Himmel wird also blasser. Sie hat sich satt getrunken an dem Grün der Hoffnung, sag ich jetzt mal. Und hier verschwindet also das Grün wieder, weil sie ist ja jetzt schon wieder am Leben und dann kommt auch, du hast genug geweint und jetzt kommt sie also wieder in das schöne Leben zurück und da braucht sie gar nicht mehr so wahnsinnig viel Hoffnung, sondern hier fängt sie eben an, ihre Kindheit nochmal oder ihre Jugend und dann die Kindheit auszuleben. Ja, und dann sind das Motiv der Tränen ist auch wieder dabei. Vom vielen Lachen kommen leicht die Tränen. Also ihr seht, diese Motivik, diese Bilder werden immer wieder neu erzählt und immer wieder anders belegt. Und das ist eine sehr große, geschickte Kunst, die sie hier vollzieht. Ja, dann ist ihr Haus verdammt. Also da merkt man auch, wie sie von der Gesellschaft geächtet und abgewertet wird. Verdammt nennen sie das, sie wissen es nicht besser. Es soll euch nicht erschrecken. Also diese Verdammung, die wird zurückgenommen und die wird sozusagen der Gesellschaft, ja, auf die Gesellschaft geschoben, ganz klar. Und die Gesellschaft, dort wird aber auch die Schuld so ein bisschen abgemildert, denn die Leute wissen es einfach nicht besser, ja. Also sie verdammen aus Unwissenheit und
Vielleicht, weil sie auch den Weg, den die Frau gegangen ist, den Weg aus Liebe, ja, vielleicht auch einfach nicht nachvollziehen können, sozusagen. So würde ich das jetzt interpretieren. Und wie der Himmel in der Blässe erwartet auch das Haus am Ende der Verdammung die Seligkeit. Also der Himmel ist jetzt blass genug, steht auch geschrieben, ne? Und es wird also, der wird also immer heller und der unterstützt auch im Glänzen, im Spiegeln unterstützt er nochmal ihr Zurückgehen und auch das Haus wird wieder selig. Genau, also diese ganzen Zuschreibungen, dieses Verdammen, dieses Ausstoßen aus der Gesellschaft, das wird alles zurückgenommen. Und diese Verdammnis wird aufgrund dieses Rückmotivs sozusagen von ihr genommen. Dieses gesellschaftliche Ausstoßen aufgrund des unehelichen Kindes wird von ihr wieder genommen, dass sie da gar nichts letztendlich dafür kann. Alles ist im Spiegel und hinter allem, was ihr tut, liegt grün die See. Also jetzt übernimmt der Himmel, der ja blass geworden ist und nicht mehr grün, da übernimmt jetzt die See das Grün interessanterweise. Also die Farbe geht sozusagen über. Wenn ihr das Haus verlasst, liegt sie vor euch. Diese grüne See. Also sozusagen die grüne Hoffnung liegt jetzt vor ihnen. Tja, und warum ist nun der Himmel blass und die See ist grün? Naja, vielleicht hat sie es so gemacht, dass ja, also es regnet ja auch bei dem Himmel und der, also erst regnet es stark, er ist ganz dunkel, dann wird er grün und dann wird er eben ganz hell. Also dass man sozusagen sagen kann, dass dieses Himmelsmotiv sich immer weiter aufklärt. Und dass jetzt die See halt grün vor Hoffnung ist. Und die Hoffnung geht also nicht verloren, sondern sie geht in die See über. Oh, das ist doch auch toll gemacht. Ihr geht den Fluss hinauf und euer eigenes Fieber fließt euch entgegen. Es fließt an euch vorbei. Gleich lässt sein Drängen nach. Also dieses Fieber, damit ist ja diese Leidenschaft auch gemeint, zwischen den zwei Personen, die sie da irgendwie nicht zurückhalten können. Und diese ganze Leidenschaft ist auch wieder in die Umwelt hinein interpretiert, wie Ilse Eichinger das die ganze Zeit macht. Und letztendlich ist da auch so dieser Punkt, wo man sagen könnte, also das ist vielleicht der Punkt, wo es um den Liebesakt geht, der da vollzogen wird im Fieber und das verdammte Haus bleibt hinter euch zurück, ihr geht den Fluss hinauf und euer eigenes Fieber fließt euch entgegen, es fließt an euch vorbei, gleich lässt sein Drängen nach und in demselben Augenblick bist du nicht mehr bereit, ihr werdet scheuer. Also das zeigt ja auch, dass sie erst gar nicht bereit war für und dass sie sich versucht hat, zurückzuhalten und genau wusste, was da passieren könnte und dass sie dann aber im Fieber, im Leidenschaft, in der Leidenschaft gegenüber des Mannes sich dann doch drauf eingelassen hat, genau an diesem Punkt. Eigentlich ist das über diesen Fluss, der da fließt und diese lebendige Natur ist hier dieser sexuelle Akt letztendlich sehr gut umschrieben und dass sie da einmal irgendwie im Fieber übereinander herfallen und dann lässt das Drängen eben schon nach. Genau, das kann man natürlich auch so und so verstehen, also das Drängen lässt natürlich in der Zeit, im Zeitblick zurück nach, also das und wenn man sozusagen zurückgeht, da hatte sie dann noch gar nicht diesen Drang, mit diesem Mann in Liebe sich zu vereinen. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen das Motiv, sie haben es getan und das lässt jetzt wieder nach. Also da kann man so ein bisschen diesen sexuellen Akt rauslesen.